Noch nie hat es in Deutschland so lange gedauert, bis eine Bundesregierung gebildet wurde. Jetzt aber soll es schnell gehen. Bis Donnerstag wollen sich Union und SPD über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen einigen. Das bedeutet viel Arbeit und wenig Zeit. Gleich heute Morgen um 7 Uhr ging es schon los. Und zwar diesmal in der Berliner CDU-Zentrale im Konrad-Adenauer-Haus. Dort steht mein Kollege Gerd-Joachim von Falua. Wie begannen denn die Verhandlungen heute? Ja, die Fraktionschefs von CDU, CSU und SPD haben sich um 7 Uhr hier überraschend früh schon getroffen. Danach kamen mehrere Arbeitsgruppen zusammen und ein Satz zu dem Schnellgehen. Also wir sollen ja bis Donnerstagabend dann ein Ergebnis präsentiert bekommen. Das sind 5 Sondierungstage. Die 3 Verhandlungsführer haben sich ja schon 2-mal vor Weihnachten und Mittwoch vergangener Woche getroffen. Das wären dann schon 8 Tage. Ich darf daran erinnern, dass vor 4 Jahren die Sondierungs zwischen SPD und CDU, CSU nur 3 Tage umfasst haben. Und zwischendurch hat die Union vor 4 Jahren, man erinnert sich kaum noch, mit den Grünen 2 Tage sondiert. Also warum das Ganze jetzt so lange dauern muss, ist ganz klar zu erklären aus den letzten Monaten, dem Wahlergebnis und den verschiedenen Irrungen und Wirrungen, vor allen Dingen auch bei der SPD, die ja schon 3 Minuten nach der Bundestagswahl quasi gesagt haben, wir gehen jetzt in die Opposition. Angela Merkel, die CDU-Vorsitzende und Regierungschefin, hat ja in den Wochen danach gesagt, die SPD ist auf Jahre nicht mehr regierungsfähig. Das muss man jetzt erstmal einholen, weil man am Schluss ja sowohl einen Parteitag bei der SPD wie vor allen Dingen aber auch die Parteimitglieder mitnehmen muss. Und deswegen wird hier heftigst gearbeitet. Und dieser Anschein soll auch erweckt werden. Man will möglichst wenig nach außen dringen lassen, anders als bei den Jamaika-Sondierungen. Und das hat im Großen und Ganzen auch gut geklappt. Und die Arbeitsgruppen, die heute hier zusammensitzen, eine zentrale Arbeitsgruppe ist die Gruppe Europa. Die ist auch interessant besetzt. Da sind nämlich die 3 Verhandlungsführer drin und Martin Schulz hat genau zu diesem Thema hier heute Stellung genommen, als er hier im Adenauerhaus ankam. Wir werden heute Morgen vor allen Dingen unter den Parteivorsitzenden über das Europakapitel reden. Der gestrige Tag hat in einer sehr konstruktiven Atmosphäre stattgefunden. Und wir hoffen, dass das auch heute, wo die Union der Gastgeber ist, in dieser Atmosphäre fortgesetzt werden kann. Europa wird ganz sicher eines der ganz großen Themen einer wie auch immer gearteten zukünftigen Bundesregierung sein müssen. Deshalb hoffe ich, dass Frau Merkel, Herr Seehofer und ich selbst heute auch bei Europa zu Ergebnissen kommen werden, die vor allen Dingen die Bundesrepublik Deutschland wieder zum Motor der Europapolitik macht. Das ist jedenfalls unser gemeinsames Ziel. Das hoffe ich, aber ich bin da optimistisch. Vielen Dank.